schön, nicht wahr? Das hat uns, glaube ich, versucht, die Mystic News, und ich muss mich mal eben heilen. Ja. Nehmen wir die Ghoul-Seele und dann zeige ich mal, wie viel das verrottete Fleisch wiederherstellt. Ganze 200, das ist ein dicker, wie nennt sich das? Ein starker Trank oder ein großer Trank oder was auch immer. Ein Heiltrank plus oder wie sie es nennen. Und ja, hier kommt man nur mit der Fledermausseele hoch. Sozusagen als Versicherung, dass man dieses Gebiet, man kann ja, wenn man genug HP hat, oha. Ach nee, du bist auch nur ein Flammendämon. Komm her. Du hast noch ein Objekt. Ach ja, aber das brauche ich eigentlich nicht erfahren. So, wo sind wir hier? Eigentlich sind wir hier, glaube ich, schon richtig, aber ich glaube, oben ist noch ein Speicherpunkt, den ich noch gerne mitnehmen will. Also ja, auf jeden Fall, hier kann man auch hin ohne die Fledermausseele, wenn man genug HP hat und sich nicht allzu dämlich anstellt. Aber da kommt man tatsächlich nur hoch. Hier kommt man gar nicht hoch. Ja. So viel zum Thema, da ist noch ein Speicherpunkt. Naja, ich habe ja noch genug Fleisch. Ein wirklich wunderschöner Hintergrund. Mache ich mal hier nochmal die Karte. Muss ich später nicht hier hin. Ich habe jetzt auf die Gegner echt keinen Bock. So, hier war aber ein Speicherpunkt, genau, den meinte ich. Ja, es neigt sich dem Ende. Hier brauchen wir wieder die Fledermausseele, sonst kommen wir hier nicht hoch. Und ganz viele Spionaugen. Und sogar noch ein Level-Up. Und hier ist noch was. Aber ja. Ihr merkt, ich decke das jetzt nur auf, damit ich weiß, da war ich schon mal. Ganz kurz. Es geht zum Ende. Obwohl, warte. Hier kann ich auch noch kurz was zeigen. Ja, das Breitschwert geht auch. Zup. Hier finden wir einmal den Faggadach und zum anderen Satans Ring. So, Faggadach, ein dämonisches Schwert in der Form eines Kreuzes, ist ein Schwert, also so eine Art Kurzschwert. Also so ein Schwertschwert wie das Kurzschwertschwert. Wo ist der Breitzack und der Ring. Dieser Ring wurde einst vom dunklen Herrscher getragen. Ist besser als der rote Schal. Ja, nehmen wir Satans Ring. Und, oh oh. Warum warst du so lange? Bringen wir es zu Ende. Traust du dich? Du traust dich nicht zum dunklen Herrscher, ehrlich. Du taugst nicht zum dunklen Herrscher. Pah, nicht mal Belmont war mir gewachsen und du meinst, du wärst es, Freak? Wollen wir wetten? Macht bringt dir gar nichts, wenn du sie nicht anzuwenden weißt. Und so ein machtbesessener Trottel wie du kann mir wohl kaum was anhaben. Nun, was nützt Macht, wenn du sie nicht einsetzt? Das weißt du doch am besten. Und diesmal wird nur der Beste überleben. Ich bin gespannt, wie du es hinkriegen willst. Ja. Wow, und er hat ein paar neue Tricks gelernt. Und er kann sich teleportieren. Und er kann immer noch diese Flammensäulen. Und ja, hier ist, ne?
Thronraum und so. Sie haben also den Thronraum für Dracula wieder hergerichtet. Und im Spiegel sehen wir den Flammendämon, den sie ja so schön mit ihm verbunden haben, heißt es. So, wir haben aber eine sehr schöne Seele, die Eisschattenseele. Und, naja, tut's weh? Ja? Ja, das kann hier auch. Ah, er weicht aus, okay. Ich habe weder Tränke noch Dingens. Ich brauche einen. Ich brauche ein bisschen altes Fleisch. Lecker, lecker altes Fleisch. Ah, das muss reichen. Machen wir doch mal die Golem-Seele, obwohl die anscheinend nichts bringt. Die zwei Stärke, die ich dadurch kriege, ist. Oh, doch. Oh, und die. Er macht es von automatisch. Ich unterbreche die Macht der dunklen Seite mit einem magischen Zirkel. Gib auf, es ist vorbei. Aber geh weg von ihm, Soma. Und explodiert. Nein! Der Dämon, der mit seiner Seele verschmolzen war, war stärker als er. Du meinst, er wurde von der Macht des Dämonen besiegt? Vielleicht hätte er ohne den Dämon in seiner Seele überlebt, aber ja, vergiss es. Und was passiert nun mal, wenn die Gier nach Macht zu groß wird? Adecado, was ist mit Celia? Tut mir leid, unsere Einheiten sind noch auf der Suche nach ihr. Ach, sie ist abgehauen, ja. Ist auch toll. Dann sind wir hier wohl fertig. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Was ist los, Homer? Nichts, ich hatte nur einen Moment lang ein komisches Gefühl. Ist im Schloss irgendwas vorgefallen? Nein, nichts. Moment mal. Ehrlich gesagt, als ich gegen Dimitri gekämpft habe, ist doch was Merkwürdiges passiert. Erzähl schon. Ich habe ihn nicht getötet, aber er starb trotzdem. Und plötzlich fühlte ich, dass irgendwas in mich eindringen. Wie eine beherrschte Seele. Wir sollten jetzt auch auf den Grund gehen. Komm, wir gehen jetzt gleich zu Yoko und dann zur Kirche. Stimmt etwas nicht? Keine Ahnung, wir werden es bald wissen. Daten gespeichert. Das war Dawn of Sorrow.